Gott wir wollen dich loben und preisen und dich in die Mitte von diesem Amt stellen. Bitte mich um deinen Segen. Amen. Das hat definitiv mit überstanden. Amen. 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 Danke sehr. Den Wein ist mir unlang zu warten. Gleich zur Person des Abends kommen. Und zwar zu Andreas und mir. Ich dachte, ich bereits bin vorzukommen. Er hat, für die, die es nicht wissen, vor 2 Monaten die Bronzemedaille für den Paralympics. Wir freuen uns, heute von dir zu hören. Und ich darf gleich sich auf die Victoria verbinden. Die wird als Interviewpartnerin uns dienen heute. Und ich darf gleich an dich übergeben. Das bekomme ich. Sehr gerne. Hallo alle zusammen. Wir freuen uns natürlich, dass so viele Leute hier sind. Auch vom Webstream und Internet. Wir wollen euch alle ganz herzlich begrüßen. Genau, und ich habe mir gedacht, wir wissen sicher alle nicht so viel vielleicht über Andreas. Vielleicht kannst du dir einfach mal ganz kurz vorstellen und mal so deine wichtigsten Lebensfakten so uns mitteilen. Das ist immer gefährlich, mir das Wort zu übergeben. Ich werde versuchen, mich ganz kurz zu halten, weil ich sehe, du hast dich vorbereitet. Das finde ich sehr gut. Kurzer Test. Wer hat jemals irgendwie meinen Namen irgendwo schon mal gehört? Ganz in Entfernung oder sowas. Das kann man schon was anfangen. Danke, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Andreas Omeer. Ich bin 24 Jahre mittlerweile alt, sage ich einmal. Ich war schon mal jünger. Bin Leistungssportler, genau genommen Schwimmer im Behindertensport. Bin schon sehr, sehr lange in dem Bereich tätig. Habe mit 6 angefangen mit dem Schwimmsport, nachdem ich kurz davor einen Autounfall hatte, da werden wir sicher darüber heute noch reden. Habe dann angefangen mit dem Schwimmen und bin dann viel in der Welt herumgetourt, war schon bei 3 Paralympics und eben, wie der Matthias schon angekündigt hat, jetzt hat es in Rio geklappt mit der ersehnten Medaille. Ich habe die Bronzemedaille gewinnen können, das war für mich so eine richtige Erleichterung, dass es endlich geklappt hat. Was mache ich sonst noch? Ich bin Moderator beim ORF, habe ein Behindertensportmagazin, wo ich moderiere. Und bin seit Oktober beim Bundesheer als Herr der Sportler. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich Tag ein, Tag aus mit meinem Sport und mit dem, was ich tue. Und was mich vielleicht irgendwie als Mensch mehr ausmacht als der Sport, ist einfach, dass ich als Mensch sage, dass ich ohne meinen Glauben erstens nicht hier wäre, zweitens ohne Gottes Hilfe überhaupt nicht mehr am Leben wäre. Und ich glaube, dass all das, was ich jetzt erleben darf und all das, was ich mache, ein Geschenk Gottes ist für mich und ich sehe es auch als Aufgabe, das in die Welt hinaus zu tragen und gleichzeitig damit auch das Evangelium zu verkünden und den Menschen Jesus Christus näher zu bringen. Und deswegen freue ich mich, dass ich so oft, mittlerweile immer öfter Möglichkeiten bekomme, einfach vor jungen Menschen zu sprechen und meine Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, ihr könnt euch 1-2 Dinge irgendwie herauspicken. Also ich möchte mir nicht irgendwie diesen Anspruch hernehmen, dass ich euch jetzt erzähle, wie das Leben funktioniert, weil das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich würde mich freuen, wenn aus den ganzen Dingen, die ich heute vielleicht ein bisschen bequatschen werde, wenn 1-2 Dinge für euch hilfreich waren, dann preise ich den Herrn schon dafür. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein kann. Danke, Jo, für die Einladung. Ich glaube, das war kurz, was ich mache und wer ich bin. Sehr gut. Aber ich glaube, wir werden gleich mal zurückgehen in deinen jungen Jahren, wie der Autounfall passiert ist und einfach gleich darauf zu sprechen zu kommen, wie bist du mit dem Schicksalsschlag umgegangen? Also wie war das so die erste Phase, nachdem du aufgewacht bist und dann gemerkt hast, hey, da fehlt was? Ich hab euch ein Foto mitgebracht vom Unfall. Ich werde einfach anfangen, über den Unfall dann zu sprechen. Das war am 3. Mai 1998. Das nächste Bild ist das Bild mit dem Autowrack. Das sieht man sehr genau. Das war am 3. Mai 1998. Das war so, dass ich bin aus Rumänien. Das heißt, ich habe sehr viele Verwandte in Rumänien. Und mein Opa hatte immer den einen Traum, noch einmal nach Österreich zu kommen und Österreich zu sehen. Er war davor noch nie in Österreich. Und das war halt sehr kompliziert mit den ganzen
Papieren und mit den ganzen Genehmigungen. Und da hat es irgendwie geklappt, dass er die Genehmigung bekommen hatte. Und dann haben wir entschieden, wir fahren jetzt meinen Opa abholen. Und auf dem Heimweg aus Rumänien zurück nach Österreich sind wir dann an der rumänisch-ungarischen Grenze vorbeigefahren. Und 10 Kilometer nachher ist dann das passiert, was man da jetzt sieht. Konkret hat es angefangen enorm zu regnen, zu schütten. Also meine Mama hat später gesagt, sie hat noch nie so argen Regen gesehen. Und die ungarischen Polizisten und die ganzen offiziellen Stellen haben uns dann erzählt, dass ein LKW vor uns Öl verloren hat. Das heißt, viel Wasser, Öl auf der Straße und 1998 die Straßen, ich meine, sie sind jetzt auch nicht die besten, aber 1998 waren sie noch einmal schlimmer. Und das hat alles dazu geführt, dass mein Vater die Kontrolle über unseren kleinen Bus verloren hat, seinen 9-Sitzer. Uns hat es überschlagen, bis es uns nicht nur überschlagen hat, sondern es uns gedreht hat. Das heißt, es ist mir erzählt worden, dass es das Auto auf den Kopf überschlagen hat und dann am Kopf weitergedreht hat. Ich weiß nicht, ob ich das vorstellen könnt. Auf jeden Fall ist es dann dort an dieser Stelle gelandet. Und ich erzähle dann immer im Zusammenhang mit diesen Bildern oder diesen Fotos vom Unfall gleichzeitig auch von Gottes Wundern. Und das klingt vielleicht irgendwie total eigenartig, aber ich erzähle euch dann gerne, was alles noch mehr hätte schief gehen können. Also am Anfang auf jeden Fall einmal, dieser Bus hätte gegen den Baum dort krachen können. Ihr seht, er ist ungefähr einen Meter daneben stehen geblieben. Ja. Wäre der Bus gegen den Baum gekracht, wäre der Unfall sicher noch viel schlimmer ausgegangen. Im Auto selbst eingequetscht seht ihr meinen Vater. Ich weiß nicht, ob ihr das dann kennt. Also der schwarze Punkt dort bei der zerstörten Stelle links vorne beim Wagen ist der Kopf von meinem Vater. Ihn hat durch die Decke durchgeschlagen, dann im Boden hineingehaut und dann gedreht. Und er war dann eingeklemmt und die Feuerwehr hat dann ewig gebraucht, um ihn rauszuschneiden. Meine Mama hat es aus dem Auto gefetzt, die ist dann irgendwo herumgelegen. Mein Opa hatte, den hat es auch hinausgeworfen, der hatte dann eine schwere Kopfverletzung. Der hat den Unfall leider nicht überlebt, also ist 3 Wochen später dann gestorben. Und meine beiden Brüder waren noch mit, die hatten Gott sei Dank gar nichts. Und ich war dabei und mich hat es, während das Auto sich überschlagen hat, müsst euch vorstellen, ich bin links hinterm Fahrer gesessen, das heißt, ich war angegurtet, war aber mit dem, ich kann es jetzt schlecht vorzeigen, aber ich versuche es einmal, schaut vielleicht komisch aus, das heißt, ich hatte den Arm im Gurt eingewickelt und habe am Arm geschlafen, ja. Halt links jetzt. Und bei der Wucht der Drehung und beim Aufprall hat es mich dann hinausgeschleudert und der Gurt hat natürlich blockiert und das hat den Arm abgezwickt sozusagen und mich hat es dann da nach hinten in diesen Graben geworfen. Also ich bin ungefähr 10, 15 Meter vom Wrack gelegen und zwar ziemlich lange. Und wenn ich jetzt von Gottes Wundern rede, dann rede ich davon, dass ich heute überhaupt noch vor euch stehe. Also für mich, und wenn ich emotional werde, dann liegt das daran, nicht, dass mich das so fertig macht, sondern weil ich einfach immer wieder realisiere, wie gut Gott ist und dass ich wirklich es eigentlich gar nicht verdient hätte, dort noch lebendig herauszukommen und trotzdem stehe ich jetzt vor euch und ich kann euch bezeugen, meinem Vater ist es sehr, sehr mies gegangen, war dann im Koma, hatte eine offene Oberschenkelfraktur und die Ärzte haben gemeint, er wird nie wieder gescheit gehen können und an Arbeiten ist überhaupt nicht mehr zu denken und sowas. Meine Mama hatte eine offene Unterschenkelfraktur und starke Schulterverletzungen. Beiden geht es heute sehr gut und da sage ich praise the Lord dafür. Halleluja. Meine Brüder waren, wie gesagt, unverletzt und mich hat es in den Graben geworfen und ich bin, ich kann jetzt die genaue Zeit nicht mehr sagen, aber ich bin ziemlich lange dort gelegen, bis sie mich gefunden haben. Konkret war das so, dass 2 Deutsche hinter uns in einem Auto gefahren sind und die sind dann stehen geblieben, wie sie gesehen haben, was passiert ist und haben Erste Hilfe natürlich dann versucht anzubieten. Sie haben meine Mama gefunden, die ist dort irgendwo im Gras gelegen und meine Mama hat ihnen gesagt, 3 Kinder, meine 3 Kinder. Also das war das Einzige, woran sie gedacht hat und das macht mich immer noch so irgendwie so glücklich. Wenn ich verstehe, wie groß Elternliebe ist, ja? Dass in ihrem schwersten Moment, schwer verletzt, dort sie eigentlich nur an ihre Kinder gedacht hat. Und wenn ich dann das Ganze noch übertrage auf unseren Vater im Himmel, ja, wie groß seine Liebe für uns ist. Und das war so richtig der Moment, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, wo ich das zum allerersten Mal so richtig verstanden habe, wo es Klick gemacht hat. Ja? Wie sehr uns unsere Eltern lieben und wie sehr uns eigentlich unser göttlicher Vater dann umso mehr noch liebt. Und der hat eben, also der Deutsche hat dann gewusst, er muss jetzt 3 Kinder finden. Er hat 2 Kinder gefunden, nämlich meine beiden Brüder, hat sie erst versorgt, hat sie in sein Auto gelegt, damit es ihnen nichts mehr passiert. Meine Brüder waren damals 3 und 4 Jahre alt, also Kleinkinder im Prinzip. Ich war eben fast 6 Jahre alt. Und dann haben sie irgendwann mal einen Arm gefunden. Ist dort irgendwo gelegen. Und einer von den beiden Herren hat sich übergeben, weil das war natürlich nicht so schön anzusehen.
ja, meines 6-jährigen Kindes vor allem, aber das, worauf man dann irgendwie sich einstellt, was dann folgen muss. Ja? Weil wenn irgendwo ein Arm liegt, muss irgendwo auch ein Kind liegen, das dazugehört. Und sie haben dann gesucht und haben mich eben in dem Graben gefunden. Und das ist dann aus den Worten dieses Mannes, wie er mir das dann erzählt hat, habe ich dann verstanden, dass das so ungefähr der erste Moment war, wo ich zum allerersten Mal Gott dienen konnte, ja? Weil der Mensch gesagt hat, das muss ein Wunder sein, dass ich dort überlebt habe. Er hat gemeint, so wie ich dort gelegen bin, habe ich kein Blut verloren in dem Moment, weil ich hätte dort am Blutverlust sterben müssen. Also ich habe natürlich während dem Unfall viel Blut verloren, aber dort in dem Fall nicht mehr, weil ich in den Matsch gefallen bin und der Matsch die Wunde zugemacht hat. Und gleichzeitig aber natürlich Blutvergiftungsgefahr. Ja? Also da irgendwie so, ich weiß nicht, ob irgendwer von euch Medizin studiert. Nicht so cool mit einer offenen Wunde im verregneten Matschschlamm, wer weiß, was da alles herumgelegen ist dort. Und deswegen sage ich auch Gottes Wunder, dass ich heute noch lebe. Ich hätte dort aus chemisch, biologischen, physikalischen Gesetzen, wenn man die alle befolgt, hätte ich auch beim Aufschlag hätte ich mir das Genick brechen können oder viel, viel schlimmere Verletzungen nachziehen oder haben können, sorry. Deswegen bin ich so froh, dass ich vor euch stehe und leben kann. Und was war der erste Moment, wie ich aufgewacht bin? Ich habe den gesamten Unfall nicht mitbekommen. Ich habe schon vor dem Unfall geschlafen. Wir waren müde, wir waren klein und somit erinnere ich mich, dass ich einmal kurz die Augen aufgemacht habe und gesehen habe, dass ich in einem Krankenwagen bin. Und dann habe ich die Augen geschlossen und bin dann im Krankenhaus wieder aufgewacht. Und dort waren plötzlich alle Verwandten da, die ich kurz vorher in Rumänien verabschiedet habe. Und ich habe natürlich gedacht, was machen jetzt alle hier? Ja, und dann ist erst so kurz, okay, da stimmt was nicht. Ich habe mich nicht bewegen können. Also ich bin am Rücken gelegen. Ich habe versucht, mich aufzurichten, aber mir ist sofort schwindelig geworden. Und irgendwann habe ich dann halt gecheckt, dass der Arm weg ist. Aber ich erinnere mich nicht daran zurück, dass mich das irgendwie so durchschüttet hätte oder dass ich irgendwie am Boden zerstört gewesen wäre. Mein Riesenvorteil war, ich war 6 Jahre alt. Das, für mich war das dann von einem Tag auf den anderen normal. Ich habe es ja nicht ändern können. Und ich glaube sowieso, dass Dinge nicht unvorbereitet passieren. Und wenn das uns so passiert ist, dann weiß ich, dass das einen guten Grund hatte. Und wenn ich jetzt so die letzten 18 Jahre meines Lebens anschaue, dann weiß ich, dass das alles von Gott vorbereitet war. Und das waren so die ersten Momente nach dem Unfall. Es war sicher für meine Eltern schwieriger als für mich selbst. Aber auch da weiß ich, dass Gott sie dazu verwendet hat, um mir zu zeigen, wie man als Mensch des Glaubens eigentlich durch schwierige Situationen durchgehen kann. Und es war nicht einfach. Also wie gesagt, mein Vater war schwer verletzt. Das heißt, er hat seinen Job dann verloren. Und meine Mama hat davor noch nicht gearbeitet gehabt, hat sich um uns Kinder gekümmert. War sicher keine einfache Zeit, die ersten 2, 3 Jahre. Auf der anderen Seite hat Gott das wieder dazu verwendet, mein Vater hatte dann eben die Zeit, um mich nach Klosterneuburg zur Reha zu fahren, weil ich habe dann mit der Reha angefangen und das waren die ersten Schritte, dass ich überhaupt in den Schwimmsport gelandet bin. Also alles, auch wenn es mega schlimm und Tragödie nicht nur scheint und es war so, in den ersten Jahren hat sich eigentlich schon gezeigt, was daraus Gutes entstehen kann. Und das, was ihr da seht, das ist jetzt ein Snapshot. Ja, also ein kurzes Bild aus meinem Leben und ihr werdet noch weitere Bilder sehen. Und das ist auch etwas, was ich euch sagen möchte. Das Leben ist nicht nur ein kurzer Snapshot, also nicht nur ein kurzer Screenshot von dem, was gerade jetzt eben passiert. Das Leben ist viel, viel mehr. Und das ist das, was wir aus solchen Situationen machen. Du hast gesagt, wie ich damit umgegangen bin. Ich weiß es in dem Moment nicht mehr, aber jetzt weiß ich, ich habe die Situation nicht ändern können. Aber was ich beeinflussen habe können, war meine Reaktion darauf. Und das ist das, was ich die letzten 18 Jahre mit Gottes Hilfe immer versucht habe. Ja, das merkt man. Also du bist wieder positiv eingestellter Mensch und ganz egal, was kommt, man merkt irgendwie, okay, du bist lösungsorientiert und positiv lösungsorientiert. Du schaust, hey, was kann man wirklich aus der Situation machen, die auf sein Leben zukommt. Und wie ist irgendwie so was ist deine Motivation so im Leben? Ist es der Erfolg jetzt da irgendwie geworden, dass du sagst, hey, okay, ich bin jetzt olympischer Sportler und habe eine Medaille gemacht und ich will da weiter und natürlich ist Gold wahrscheinlich ein Ziel. Ist das ja, blöde Frage, oder? aber so deine Motivation im Leben, was treibt dich immer wieder voran? Also sportlich gesehen ist natürlich Gold das nächste Ziel oder zumindest Silber in Tokio. Also ich habe meine sportlichen Ziele, ich weiß, was ich erreichen möchte, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß auch, was ich dafür tun muss. Das ist immer so ein Problem mit Zielen und Visionen und Träumen, die wir haben, dass wir uns Dinge wünschen, dass wir Dinge machen wollen, dass wir Dinge erreichen wollen.
aber wir visualisieren nicht das, was dafür notwendig ist, dass wir dafür tun. Und das hat mir der Sport sicher gelehrt, dass wenn ich was erreichen möchte, dann muss ich auch etwas dafür tun. Dann muss ich mich bewegen, dann muss ich in der Früh aufstehen, dann muss ich zum Frühtraining, dann muss ich zum Nachmittagstraining, auch wenn alles wehtut und mein ganzer Körper sich dagegen sträubt, dann muss ich da durch, weil sonst erreiche ich nicht das, was ich erreichen möchte. Also sportlich gesehen schon, was mich antreibt, ist, es ist meine große Vision ist einfach, dass ich Menschen zeige, dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man eine Behinderung hat. Also das ist im ganz konkreten Fall. Ja. Und im großen Fall, dass das Leben nicht vorbei ist nach einem Schicksalsschlag, nach einer Tragödie oder nach einem schlechten Erlebnis, das man hat. Und das hat jeder von uns. Und wenn ich jetzt euch irgendwie fragen würde, dass ihr aufzeigt, wer schon einmal was Schlimmes erlebt hat, eine Tragödie im Leben erlebt hat, dann würden wahrscheinlich alle aufzeigen. Und das ist das, was ich versuche weiterzugeben. Und vor allem im Glauben, das Leben zu leben. Und all diese Dinge, die ich bis jetzt erreicht habe und gemacht habe, das ist im Prinzip wertlos, wenn ich nicht meinen Glauben hätte. Wenn ich nicht Jesus Christus als Erlöser hätte, dann wäre das alles vergänglich. Und es ist das Wort, das es einfach trifft. Ja? Und auch dieser Ruhm ist einfach so vergänglich. Ja? Und man steht am Podium und die ein, zwei Minuten, die man dort steht, wunderschön und würde ich gerne wieder nehmen, ja, wenn ich die Möglichkeit bekomme. Aber es ist nicht das, wofür man leben sollte, sage ich. Es sind Dinge, die man erleben kann, wo man sich auch Sachen lernen kann, vor allem der Weg dorthin, aber es darf nicht der Lebensinhalt sein. Und mein Lebensinhalt ist Gott und mein Glaube und das versuche ich dann in jeden Bereich, egal was ich mache, auch hineinzubringen und das auch, dass das mein Antrieb ist. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt auch beantwortet habe, ja, weil ich hole dann immer weiter aus, hast du sicher schon mitbekommen. Doch, das ist gut. Wir wollen ja was von dir wissen, also das genau. Freut mich. Das passt gut. Und wenn du jetzt von Gott sprichst, was hast du wirklich konkret schon mit Gott erlebt, wo du sagst, ja, und dieses Erlebnis, das lässt mich wieder weitergehen, weil auch im Glauben ist es ja oft so, dass man wieder mal in eine Zeit kommt, wo man sagt, boah, jetzt ist es irgendwie trocken, aber was sind so Ereignisse in deinem Leben, die waren, die du erlebt hast mit Gott, wo du sagst, hey, daran kann ich mich festhalten und da weiß ich, hey, Gott existiert wirklich und es ist nicht nur eine Fantasie, irgendwas, an was du dich anhältst. Also im Prinzip mein gesamtes Sportlerleben, wie all die Dinge aufgegangen sind und funktioniert haben und vor allem, wie sie funktioniert haben, als sie nicht funktioniert haben. Und ich weiß, das klingt jetzt total verwirrend, aber wenn gerade die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten oder wie man sich das vorstellt und man hat alles dafür getan, dass es funktioniert und man ist in diesen, menschlich gesehen, in diesen schwierigen Situationen, die persönliche Beziehung zu Gott ist dann das, was einen da durchbringen kann. Und das ist das, was ich in meinem Leben erlebt habe, was ich auch jedem ans Herz legen kann und muss eigentlich auch, dass man in diese Beziehung investiert, dass man Gott sucht, dass man durchs Bibelstudium Gott kennenlernt, dass man, ich habe es vorher in der Lobpreis gesagt, das Herz öffnet. Und ich glaube, das ist das, was wir oft sehr, sehr oder oft nicht machen. Wir bleiben nämlich mit verschlossenem Herzen und wir wollen Gott verstehen, wir wollen Gott erleben, aber wir sind mit verschlossenem Herzen vor ihm und er kann durch seine Gnade unser Herz öffnen, aber es ist der Schritt, den wir auf ihn zutun können und auch sollten. Und das ist das, was ich in meinem Leben im Sport erlebt habe, vor allem auch in meiner Familie erlebt habe. Also den Glauben der ersten Jahre, dass alles gut wird, dass Gott alles geplant hat und dass nicht alles nur aus reiner Boshaftigkeit passiert, sondern weil es eben einen großen Sinn hat. Und ich glaube auch nicht, dass uns Dinge zustoßen, für die wir nicht vorbereitet sind. Also ich habe eine kleine Anekdote, die mir mein Vater erzählt hat, die mich also im Prinzip so richtig so mindblown, wie ich das zum allerersten Mal richtig verstanden habe, wie er aus dem Koma auferstanden ist, also aufgewacht ist, aufgewacht ist, hat er natürlich erfahren, was alles passiert ist. Und ich habe mich dann, wie ich das erfahren habe, da war ich dann schon 2009, war ich schon 17, habe ich mich versucht, in seine Schuhe zu setzen. Irgendwie so. Also junger Vater, 27 war mein Vater, wie der Autounfall passiert ist. Drei kleine Kinder, die eigene Frau im Auto, der eigene Vater, der dann leider verstorben ist. Und habe ich versucht, in seine Schuhe hinein zu denken und zu fühlen. Und wie er mir das erzählt hat, eben, dass er aufgewacht ist aus dem Koma und wie er erfahren hat, dass mir eben jetzt der Arm fehlt, hat er angefangen zu weinen. Und ich bin anscheinend zu ihm hingegangen und habe gesagt, Papa, warum weinst du? Und er hat mir erzählt, warum sollte ich nicht weinen? Schau, du hast keinen Arm mehr und schau, was passiert ist. Und ich habe ihm anscheinend gesagt, du, ich bekomme eine Puppenhand und alles wird wieder gut. Und das ist diese Vorbereitung, die ich meine, durch schwierige Situationen, durch Lebenssituationen, die wir uns nicht aussuchen, die keiner freiwillig nimmt, die aber dann trotzdem darauf aus sind, dass ich heute 18 Jahre später hier stehe und nichts ändern würde und nichts
tauschen würde und auch nichts zurückgeben würde, weil mich all diese Erlebnisse in meinem Glauben gefestigt haben und mich dem zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Und dafür bin ich einfach Gott dankbar. Und ich glaube, das sind die Dinge, die uns begleiten im Glaubensleben. Ja. Also der Kraft im Leben ist ja wirklich auch von Gott und auch gar nicht so sehr von deiner Familie vielleicht, sondern echt von Gott, oder? Meine Familie ist ja auch von Gott, somit. Ja, aber jetzt so. Ich verstehe, was du meinst, natürlich, ja. Ja, das ist cool. Und ich glaube, also jetzt hacke ich wieder ein, ich glaube, es ist auch schwierig, wenn wir uns zu sehr auf weltliche Dinge verlassen, ja. Also wie ich vorher gesagt habe, also Erfolg und Misserfolg vergehen schnell. Ja? Auch unsere Familie wird nicht ewig da sein, auch die vergeht. Auch Studium, Schule, Freundschaften, alles, all diese Dinge, die vergehen. Und wenn wir unsere Kraft, unseren Antrieb auf solche Dinge basieren und dann vergehen die, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir den Halt verlieren, dass wir den Boden unter den Füßen verlieren. Und deswegen versuche ich auch mein ganzes Leben wirklich im Glauben zu leben und komme, was wolle, nichts wird mich, und ich bete dafür, dass Gott mir hilft, dass mich eben nichts erschüttern wird, weil mein Glaube meine Basis ist für mein Leben und nicht all diese Dinge, die in dieser Welt, auch wenn sie schöne Dinge sind, Familie und wie gesagt, und Erfolg und Schule und Studium und Freundschaften, aber all diese Dinge können eben vergehen und deswegen müssen wir uns auch als Christen im Glauben wirklich festhalten. Ganz ein anderes Thema jetzt springen wir ein bisschen. Wie hast du, ich glaube, das interessiert uns alle jetzt, wie hast du die Welt von Olympia erlebt? Wie ist das hinter den Kulissen, vor den Kulissen, was spielt sich da so ab? Irgendwelche Anekdoten vielleicht dazu? Anekdoten gäbe es viele, ich versuche das irgendwie halbwegs kurz zu halten. Es ist unglaublich, also es ist das größte Sportereignis der Welt, die Paralympics sind enorm gewachsen über die letzten Jahre. Ich war zum allerersten Mal dabei 2008 in Peking, da war ich 16 Jahre alt. Da bin ich in Peking am Flughafen gestanden. Flughafen war riesig. Ja. Wie kann man so einen Flughafen bauen? Ja? Und dann fährst du mit dem Taxi durch Peking und packst dein Leben nicht, was dort alles gibt und wie groß das alles ist und wie viele Menschen dort überall sind. Ja. Und die Wettkämpfe selbst, also zum ersten Mal in einer Halle schwimmen, wo 17.000 Leute stehen und jubeln und im Prinzip eigentlich überhaupt nicht wissen, warum ich dort bin. Ja. Weil damals habe ich 2-3 Mal die Woche vielleicht trainiert, also war halt dort, habe ich irgendwie qualifiziert, zufällig, war dann im Finale und bin Sechster geworden. Und bin dann rausgestiegen, echt jetzt, cool. Und das war so richtig so ein Erlebnis, was aber dann natürlich Lust auf mehr gemacht hat. Ich habe dann 2010 maturiert und habe dann die Entscheidung treffen können, okay, jetzt bin ich irgendwie halbwegs vorne in der Weltspitze mit. Wenn ich was mache, dann möchte ich es auch gescheit machen und einfach schauen, was geht. Ja. Bin dann 2011 bei der Europameisterschaft geschwommen und bin dort Dritter geworden. Und das war so für mich der Anstoß, okay, ich möchte das wirklich hochprofessionell probieren. Mhm. War dann auch in London dabei, bei den Paralympics. Da habe ich auch ein Video vorbereitet, wenn ihr das sehen wollt, so ein bisschen Paralympics-Feeling. Es war halt so ein Moment, der sehr schwierig war, weil ich eben als Dritter der Welt nach der Europameisterschaft hingefahren bin. Und dann ist eben das passiert, was ihr jetzt sehen werdet. Ich versuche das ein bisschen so mitzukommentieren. Das bin ich, der da so herumfuchtelt. So lots of slapping of the chest and slapping of the thighs. As these swimmers remain fully psyched up. Also das ist das Finale über 100 Meter Brust. Die 100 Meter Brust ist einfach mein Hauptbewerb. Sam Hind takes him up to his starting blocks and they're ready now for the final of the men's 100 meters breaststroke. Geht als letzter runter. SB8. And they're away very quickly indeed. Very, very quick and up into his stroke as will be expected. Maurice Delaine using his natural speed, early doors. Kalnia, Andriy Kalnia, ich bin der Zweite von unten, now into the lead. Mit der Gruppe mitzuhalten. Sind voll weggegangen. Kalnia in 4, Delaine in 5. Cowdrey going well in 6, but also going well. Cowdrey, Kalnia is clearly in the lead by a full body length. Wie gesagt, der Zweite von unten, jetzt sieht man es kurz nicht mehr. Andriy Kalnia, Matthew Cowdrey trying to chase him down there, one swimmer up. Cowdrey coming back, but the pool's going to be too short, I'm sure. Andriy Kalnia, 15 meters to go. Kalnia all the way. Cowdrey in second. Eben noch der Zweite von unten, aber
And he is going well, but look at that, 107.45. No doubt about the winner. Hat Igna gesehen, welche Platzierung ich erreicht habe? Vierter, genau. Gut, danke. Und wenn ihr kurz in die Präsentation jetzt noch geht. Weiter. Weiter, das bin ich. Weiter, genau, das Foto. Das bin ich nach diesem Finale eben. Und ich glaube, man erkennt ein bisschen meine Gefühlslage, oder? Ich bin Vierter geworden, 3/10 an der Bronzemedaille vorbei. Jahrelang hart auf dieses Ziel hin trainiert und auf so viele Dinge verzichtet und so viel investiert und alles dafür gegeben, um dort am Podium zu stehen. Und dann werde ich Vierter. 3/10. Am Video hat man das wahrscheinlich gar nicht erkannt, oder? 3/10, nichts. Der Typ war halt einen Kopf größer als ich und dadurch hat er halt längere Arme und hat sich halt besser strecken können. Und so ist es mir ungefähr gegangen, ja. Aber möchte ich wieder auf das zurückkommen, was ich vorher gesagt habe. Also das Leben ist eben nicht nur ein Snapshot. Jetzt verdecke ich dich da, das ist total unhöflich von mir. Ja, wir können gerne zurückgehen. Aber ich hätte dann gleich noch ein Video. Das Leben ist eben nicht nur ein kurzes Foto, ja. Also wenn ihr jetzt da drauf schaut und wenn ihr mich anschaut, gleich. Hoffentlich emotional ein Unterschied und ich hoffe, ich strahle das auch aus. Ja. Aber das war jetzt zum Beispiel in London 2012 und wenn du ein Foto weiter drückst, war das ein Jahr später bei der Weltmeisterschaft 2013. Ja. Also ich bin in London Vierter geworden und ich habe mich so gefühlt, um alles hinzuhauen. Ich hätte sagen können, mich interessiert das nicht. Ich möchte nie wieder Vierter werden. Ich bin dann öfter schon wieder Vierter geworden, aber ich hätte dort aufhören wollen. Ja. Ich habe die Anzeigetafel gesehen und gedacht, wofür? Warum mache ich das Ganze? Ja. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe das als Motivation genutzt, weiter zu tun. Und ein Jahr später dann war das. Das war die Weltmeisterschaft 2013. Der daneben ist der haushoch gewonnen hat in London. Der ist Weltmeister geworden und ich bin Vize-Weltmeister geworden. Und das war für mich wow, ja. Ich bin als Zweiter bei der Weltmeisterschaft, ich bin die Nummer 2 der Welt. Und es hat sich ausgezahlt, dass ich nicht aufgehört habe. Und da war ich wieder in so einem Hoch. Und was ist nächstes Jahr dann wieder passiert, 2014? Vierter. Und zwar nicht bei einer Weltmeisterschaft, sondern bei einer Europameisterschaft. Das heißt, ich bin bei der Europameisterschaft Vierter. Es war das schlechteste Rennen meines Lebens, dass ich dort geschwommen bin. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Auf jeden Fall bin ich Vierter geworden. Und ich war schon wieder, echt jetzt? Ja? So viele Jahre hartes Training. Und jetzt werde ich wieder Vierter? Und war aber natürlich mental weiter und wollte natürlich nicht aufhören und wollte nicht alles hinhauen, weil ich gewusst habe, Rio kommt. Und ich habe gewusst, meine Zeit kommt noch. Ich bin jung gewesen damals noch und war halt sehr motiviert, weiter zu tun. Und jetzt habe ich kein Foto mehr von 2015, aber ich bin dann bei der Weltmeisterschaft Dritter geworden. Und dann kam das Jahr 2016 und das war so das richtige Highlight-Jahr. Warum? Weil meine dritten Paralympics, das heißt zum dritten Mal bei Olympia, eben bei uns bei Paralympics dabei sein. Und ich habe zum allerersten Mal gewusst, okay, ich habe wirklich jetzt jahrelang durchtrainiert. London war davor, habe ich maturiert, da habe ich kurz nicht trainieren können. Dann die Jahre davor waren ein bisschen so halbherzig trainiert. Und von London bis jetzt habe ich wirklich gesagt, Vollgas, Training, ich bin Profi. Ich investiere meine gesamte Zeit hinein. Und in Rio kann alles aufgehen. Und in Rio wird alles aufgehen. Und dann war die Europameisterschaft 2016. Und das war so richtig irgendwie emotional ganz besonders für mich. Die war im Mai. Das ist eigentlich total unsinnig, 4 Monate vor den Spielen eine Europameisterschaft anzusetzen. Aber ich habe sie dann gerne genommen. Und am 3. Mai 2016, und die aufgepasst haben, das ist ein ganz besonderes Datum gewesen für mich, das war genau 18 Jahre nach meinem Unfall, habe ich bei der Europameisterschaft auf einer Nebenlage, in der ich in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas gerissen habe, bin ich dort Dritter geworden. Mit einer unglaublichen Zeit, mit einer unglaublichen Performance. Und das war für mich irgendwie 18 Jahre auf den Tag genau bei der Europameisterschaft am Podium zu stehen. So als würde sich ein Kreis schließen, so blöd das irgendwie klingt. Aber es war halt emotional so wertvoll, wo ich gesehen habe, okay, das Leben war nicht nur dieses eine Bild, das ich euch zuerst gezeigt habe. Es waren auch nicht die ganzen Bilder, die nachher gefolgt sind. Und es ist auch nicht nur das, dass ich jetzt am Podium stehe. Es ist alles, was noch kommen wird und alles, was ich daraus mache. Und wie ich mit meinen Lebenssituationen umgehe und wie ich Gott vertraue, dass alles gut wird. Und dann ist Rio gekommen. Also wie gesagt, viele Jahre Training, Paralympics in Brasilien, die ersten in Südamerika, die Menschen sind begeistert, sind passioniert, lieben den Sport
Dann hört man im Vorfeld irgendwie Probleme und Zika und kein Geld und Korruption und vielleicht werden die Spiele abgeblasen und finden gar nicht statt. Und all diese Dinge sind dann so Angriffe, wo man dann nicht weiß, okay, bleibe ich dran, höre ich auf, lasse ich mich davon beeinflussen. Und ich bin froh, dass ich das Ganze durchgezogen habe. Und jetzt möchte ich noch ein Video zeigen. Das ist das zweite Video, das ich euch vorbereitet habe. Beim ersten Video waren 15.000 Leute, oder 15.000 waren es in Peking, 17.000 waren es in London und ich glaube 15.000 waren es jetzt in Rio im Stadion, weil du nach dem Feeling von Olympia gefragt hast. So, ihr dürft jetzt ganz aufmerksam wieder mitschauen. Das bin ich übrigens, da steht One auf meiner Haube. Ich schwimme auf der Bahn 5. The swimmers line up for the men's 100 meter breaststroke SB8. Getting underway very quickly, going in lane 2 was Rozoy of France, a good solid start, but underwater looks good from Salguero and Onea, and it is those two who come up in front while making a real challenge from lane 7 is Herendin of the United States, but at the moment not looking necessarily comfortable, but certainly in front at the moment is Salguero of Spain. Salguero finding his rhythm in that second 25. He will touch in also nicht die Badehose, sondern first into the wall, but I tell you what, Herendin in lane 7 is having a terrific swim as well, and he's certainly pushing up into the leader at the first split. It's 33.38 seconds. Ich bin dort als zweitschnellster ins Rennen gegangen von der Rennzeit her. Not by much. He's got about half a body length, and if you look down to lane 7, Herendin's really taking it to him. In this second 50. Man hört, glaube ich, die Fans schreien, jubeln. But now coming back on the inside of Salguero is Murlacci of Italy, looking desperately for a medal. Here is the Italian, and he's making a fighting challenge for one. But Herendin holding on to medal position, although he's been challenged now by Onea of Austria. It's going to be a champion Salguero for the win. He takes gold in 1:11.11. The silver goes to Murlacci, and Onea denies Herendin at the wall. After a fine fight back in the last 15 minutes. Lass kurz weiterlaufen. Ich meine, das Bild trifft es ganz gut, aber ich wollte es euch auf Video auch nochmal zeigen. Kein Problem. Ich schaue es mir gerne nochmal an. He takes gold in 1:11.11. The silver goes to Murlacci and Onea denies Herendin at the wall. After a fine fight back in the last 15 minutes in the pool, Herendin looked good after his impressive start, but in the end, it is Salguero who takes it from Murlacci with Onea claiming Austria's. Das ist der Sieger übrigens, auch wenn er nicht so ausschaut. First medal in the pool. Das war ich. Well, real delight for Onea. Absolute delight for Onea. Murlacci, he'll take that silver medal. Strong finish. Fourth of the World Championships, a mammoth improvement, but look at the delight for Onea. He really is enjoying every moment of this. Oh yeah. So steadily improving is Onea. Also ich glaube, wenn man nicht nach meinen Emotionen fragen würde, wie es mir da gegangen ist. Ich glaube, der Schrei, den habt ihr da gehört, den hat man auch im Livestream, also in der Live-Übertragung gehört, im ORF. Unglaublich, unbeschreiblich. Also wenn ich daran zurückdenke, wie gesagt, ich lebe das gerne wieder und in Tokio auch und ich weiß, dass ich dafür hart arbeiten muss, aber das war einfach, ich habe angeschlagen und habe gewartet, bis das Ergebnis offiziell war und dann, also es gibt ein Foto noch weiter. Das war das Bild, das sie offiziell geschossen haben, jetzt in Rio. So ist es mir gegangen, aber Mann, unglaublich. Also sehr viele Ups and Downs, wie man sagt. Aber wie der Moderator gesagt hat, you're enjoying every moment of it. Absolut. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste dann, wenn man siegt und wenn man Up hat, dass man sagt, hey, und den genieße jetzt in vollen Zügen. Das ist echt, echt cool, dass du das kannst. Ich kann dir nur zustimmen, aber ihr habt gesehen, wie knapp das war, oder? Wollt ihr raten, wie knapp es war? Drei Zehntel. Es waren wirklich drei Zehntel, kein Spaß.
Es waren 3/10 und es war nicht meine beste Leistung. Ich habe im Prinzip das Rennen ein bisschen verschlafen. Ich hatte im Vorfeld so viel Druck. Ich war als Nummer 2 der Welt gemeldet. Ich habe gewusst, das ist meine aller einzige Chance, bei diesen Spielen eine Medaille zu machen. Ein paar Tage vorher bin ich über 100 Meter Delfin als Nebenlage, bin ich 6. geworden. Das war eine super Platzierung. Also ich war motiviert. Ich habe gewusst, ich bin schnell, ich habe es heute drauf. Aber dort diese 20, 30 Minuten vor dem Start, das waren, und das klingt jetzt irgendwie blöd, wenn ich das sage, aber es waren, glaube ich, die schlimmsten Momente meines Lebens, ja, obwohl ich eben den Unfall so erlebt habe, wie er war, aber an den erinnere ich mich eben nicht mehr so ganz, aber es war halt dieser Druck und die Situation, irgendwie damit umzugehen, und natürlich bereitet man sich vor und macht Mentaltraining und man visualisiert das, aber dann dort zu stehen und zu wissen, jetzt ist es gleich soweit, und die anderen zu sehen, wie die sich alle in die Hosen machen und zu wissen, dass in meiner Hose sicher nicht anders ausschauen würde, wenn wir jetzt unseren Emotionen freien Lauf lassen würden, ja. Das war so hart und das war so schwierig, und ich habe das Rennen, ich wollte nicht verhauen, das heißt, ich bin es viel zu langsam angegangen, das weiß ich jetzt, das habe ich im Wasser natürlich nicht gespürt, aber dadurch hatte ich dann eben noch Kraft für den Schlusssprint. Und das nächste Foto ist die Siegerehrung. Und das sind diese 2-3 Minuten, die ich vorher angesprochen habe, die unglaublich schön waren, die harte Arbeit sicher bezahlt gemacht haben, und ich habe jeden Moment genossen und ich freue mich auch schon auf das, was kommt die nächsten Jahre. Ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber ich weiß, dass das für mich auch so ein bisschen der erste Schritt war in das, was alles kommen wird. Und ich habe mich so gefühlt, und das klingt jetzt auch wieder irgendwie eigenartig, als hätte mich irgendwer gepackt die letzten Meter des Schwimmens, ja, weil man hat irgendwie gesehen, dass ich tot war, genauso wie die anderen, als hätte mich wer gepackt und gesagt, so, du machst heute den 3. Platz. Und das war so das Gefühl, das ich hatte. Das war auch das Gefühl, das ich nachher hatte, weil es hat sich nicht angefühlt, als wäre ich das dann im Endeffekt selbst geschwommen. Und ich bin einfach Gott unglaublich dankbar, dass ich das erleben durfte. Das ist für mich ein Geschenk. Und wenn ich, wie gesagt, 18 Jahre zurückschaue, dann hat das Leben nicht dort geendet, wo es vielleicht enden hätte sollen. Ja. Sehr gut. Vielleicht nur eine Frage. Du hast gesagt, bevor du da ins Wasser reingesprungen bist, du hast die Augen gemacht, dass du dachte, boah, was mache ich da jetzt gerade? Vielleicht hast du einen Tipp für uns, dass du sagst, hey, wie gehst du mit Nervosität und wie kommst du trotzdem ein bisschen runter und du weißt, hey, das ist jetzt mein Ziel, das muss ich jetzt machen. Wie gehst du da voran? Also ganz wichtig, Vorbereitung. Ohne Vorbereitung dort hineingehen, geht sicher in vielen Fällen gut aus, ja, aber im Prinzip weiß ich, was ich dafür getan habe, wie hart ich mich vorbereitet habe. Das heißt, ich weiß, ich habe alles getan, was ich tun konnte bis jetzt. Und dort selbst kann ich eh nichts mehr anderes machen, als einfach nur reinspringen und schwimmen. Und das ist halt auch die mentale Vorbereitung, die ich im Visualisierungsprozess mir sehr, sehr oft durch den Kopf gehen habe lassen. Also ich kann dort in diesem Callroom nichts mehr ändern. Ja. Ich kann es eigentlich nur schlimmer machen, und das möchte ich ja nicht. Somit versuche ich, so ruhig zu bleiben wie möglich. Und wenn ich vergleiche, wie es mir in London gegangen ist oder wie es mir in Peking gegangen ist, war ich in Rio eh super entspannt. Also auch wenn das jetzt blöd klingt. Aber sonst Vorbereitung und nicht auf den letzten Drücker dann versuchen, alle Dinge noch irgendwie zu drehen, sondern zur rechten Zeit das Richtige tun. Und was mir natürlich als Christ natürlich hilft, ist, dass ich weiß, dass ich nicht alleine da draußen bin. Ja. Ich habe Gott an meiner Seite. Wir haben so schön gesungen, Our God is an awesome God, ja, und keine Angriffe können uns im Prinzip irgendwie was antun, weil the God of Angels, Angel Armies is with us. Also das macht enorm viel aus, wenn man weiß, dass man da nicht eben alleine hinausgeht und man zwar sein Bestes geben muss, aber im Prinzip nicht aus den eigenen Kräften alles alleine machen kann, sondern man kann sich auf Gott zurücklehnen. Und das heißt, sage ich jetzt nicht, um das als Ausrede zu verwenden, weil Gott macht eh alles, sondern wie gesagt, wir müssen unseren Teil tun, wir müssen unseren Part tun. Aber der letzte Moment, dort wo wir versagen würden, dort wo wir, und das sage ich jetzt nicht nur im Sport, sondern im Leben allgemein, dort wo wir kräftelos wären, dort wo wir am Boden wären, dort hackt Gott ein und sagt, hey, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Und das ist das, was mir so viel Kraft gibt. Mhm. Und wie gesagt, sonst hätte ich nach der ersten Niederlage in meinem Leben schon aufgegeben. Und das waren nicht die ganz großen Wettkämpfe, das war im Prinzip meine allererste Staatsmeisterschaft, wo ich... Ich hätte gewinnen sollen, und dann bin ich disqualifiziert worden aufgrund irgendeines technischen Fehlers, und im Prinzip hätte ich dort schon alles hinhauen können. Aber ich habe gewusst, ich bin nicht alleine, und ich habe gewusst, dass die anderen Dinge immer funktionieren werden und Gott ist auf meiner Seite. Also das ist das, was mir enorm viel Kraft gibt und was mir auch hilft,
mit Nervosität und so solchen Dingen klarzukommen. Und auf der anderen Seite, ich habe auch erlebt, dass man im Leben aus der Komfortzone herausgehen muss. Ja. Und solche Situationen sind nicht angenehm. Und in den Momenten, wo ich im Callroom gesessen bin, hätte irgendwer gesagt, so, Andi, wir haben entschieden, du musst das heute gar nicht mehr schwimmen, es passt schon. Hätte ich sofort gesagt, passt, danke, und ich bin weg. Ja. Weil es einfach so arg war, der Druck. Aber da muss man durch, da muss man hinaus. Und je öfter man seine Komfortzone verlässt, und da kommt jetzt das Spannende, was passiert mit der Komfortzone? Sie erweitert sich. Sie verschwindet nicht ganz, aber sie erweitert sich. Also Dinge, die ich vorher nie getan hätte, werden plötzlich machbar. Und werden plötzlich nicht nur machbar, sondern werden plötzlich zu Dingen, die man vielleicht gerne tut, weil man weiß, dass man sie aus einem bestimmten Grund tut. Und das war sicher bei mir auch eben das Schwimmen. Die ersten Jahre habe ich mich nicht getraut, den Startsprung ins Wasser zu machen. Ein bisschen blöd als Schwimmer. Das heißt, ich habe keinen Köpfler gemacht, ich bin immer als Kerze daneben reingesprungen und dann aus dem Wasser gestartet. Somit hatte ich immer 3-4 Meter Nachteil einem anderen gegenüber. Ja? Bis ich irgendwann gecheckt habe, Andi, ich muss da durch und ich muss meine Angst überwinden und die Komfortzone verlassen. Und das ist das, wenn ich euch zumindest einen ganz kleinen Tipp eben mitgeben kann, verlasst eure Komfortzone und lasst euch nicht von kleinen Ängsten bremsen und niedermachen oder fertig machen. Ja? Wir sind zu so viel mehr imstande, wenn wir einfach nur mal tun würden, ja, und über diesen einen Moment hinübergehen würden. Ja. Ich habe gelesen, dass du sagst über Grenzen, ich habe noch nie welche gesehen, nur gehört, dass sie in den Köpfen mancher Menschen existieren. Also das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Aber man merkt, wenn du darüber redest, dass es eigentlich einfach ja, das Verlassen auf Gott ist und das Wissen, hey, wenn ich vorbereitet bin, wenn das Gottes Wille ist, dass ich es machen kann und dass mit seiner Hilfe einfach alles möglich ist und dass es keine Grenzen mehr gibt. Du hast es genau gesagt, es ist, wenn ich irgendwie, warum auch immer, in dieser Situation gelandet bin, ja, wenn ich da jetzt einen Rückzieher mache, dann würde ich irgendwie so als würde ich Gottes Plan irgendwie verneinen und sagen, nein. Mhm. Weil sonst wäre ich ja nicht dort gelandet, wenn ich das nicht hätte machen müssen. Und das Zitat, das ist jetzt schon öfter erwähnt worden, ich habe das auf einem Foto gesehen, also es ist nicht von mir, leider, das wäre natürlich super cool gewesen, wenn ich das irgendwie erfunden hätte. Mhm. Ich habe das auf einem Foto gesehen und die Ramo sitzt auch da, die hat das irgendwann mal auf ihrem Facebook-Profil gepostet und das hat mich so beeindruckt, dieser Text, dass ich gesagt habe, es stimmt. Ja? Ja. Und im Prinzip legen wir uns diese Grenzen selbst auf. Das heißt jetzt nicht, dass ich Dinge tun kann, zu denen ich nicht berufen bin, ja, aber wir blockieren uns so oft selbst. Ich habe zum Beispiel mich früher nicht getraut, vor Menschen zu reden, ja, und einfach diese Angst, sich zu öffnen und aus der eigenen Geschichte zu erzählen. Und irgendwann bin ich draufgekommen, ich habe diese Geschichte nicht, damit ich mich alleine daran erfreue, das ist auch ein guter Aspekt, ja, aber wenn ich das erzähle und den Leuten weitergeben kann, das ist ein Geschenk Gottes, dass ich das machen darf, das ist ein Segen, dass ich diese Möglichkeit bekomme. Und wenn ich mir diese Grenze selber auflege, dass ich sage, nein, ich werde nicht vor Leuten reden, weil das ist ja peinlich, weil ich könnte mich ja versprechen oder ich könnte stolpern und auf die Fresse fallen und alle lachen, ja buhu, dann passiert das halt. Ja. Aber es ist, was soll Schlimmeres passieren? Und damit, mit solchen Dingen blockieren wir uns aber enorm. Und das klingt jetzt irgendwie lustig in diesen kleinen Dingen. Aber wenn man so auf sein Leben zurückschaut, wie oft wir uns selbst im Weg gestanden sind bei großen Entscheidungen oder bei so vielen Situationen im Leben und auch ich noch und ich schaue zurück und denke mir, echt jetzt? Wirklich? Hast du es nicht besser gelernt? Gerade du irgendwie, denke ich mir dann. Also es ist schon ein guter Satz. Ja, ja auf jeden Fall. An diesem Punkt möchte ich einfach mal die Leute begrüßen und mich bedanken, weil die mehr als 100 Leute, die zuschauen bei uns bei Glaubensimpuls, also Wahnsinn, dass ihr mit dabei seid und genau, bleibt nur mit dabei. genau. Wie war so das, wie du zurückgekommen bist da von Rio und wie ist es dann weitergegangen mit dir? Also hast du dann einfach gesagt, so, jetzt lege ich mich mal hin, ich weiß, ich gehe dann zum Heeresport und eigentlich lege ich mich mal auf die faule Haut oder hast gleich weiter trainiert und gleich weiter gemacht? Ja, es war schon wichtig, dass ich einmal wegkomme vom Wasser. Mhm. Also natürlich habe ich brav 2 Liter am Tag getrunken und habe mich schön geduscht, immer noch. Ja. Aber ich wollte einfach Chlorwasser nicht mehr riechen und nicht mehr sehen in diesen paar Wochen nachher. Mhm. 4 Jahre so hart trainiert, dass es einfach auf den Kopf wichtig war, mal wegzukommen. Und vor allem eben, du hast vorher gemeint, eben die Medaille und alles, das drumherum genießen.
Also einfach die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben, wirklich schauen, dass ich sie nutze, dass ich langfristig darauf aufbaue. Herrensport ist eigentlich im Prinzip dadurch dann auch öffentlich so gut angekommen, weil wir in Rio die Paralympics so erfolgreich waren. Und das sind halt alles Türen, die sich nach und nach geöffnet haben. Also ich hatte mehr Termine, als ich es mir erwartet habe die letzten Wochen und Monate, aber ich habe es sehr gerne gemacht. Und ich war sehr froh, dass ich einmal nicht trainieren musste. Und das Coole ist, ich fange morgen wieder an. Das heißt, ich werde wie ein Stein im Wasser liegen und mir denken, was ich dort mache. Aber das sind halt die ersten Wochen und dann kommt das wieder. Und das nächste große Ziel ist die Weltmeisterschaft 2017. Das ist in Mexiko nächstes Jahr. Und als Überdrüber-Ziel natürlich Tokio 2020. Das ist in 4 Jahren. Dann bin ich dann 28. Immer noch jung genug, glaube ich, für ein paar Paralympics. Und der Rest wird sich weisen, was passiert. Ich bin natürlich motiviert, möchte die Möglichkeit nutzen, dass ich den Sport weiterhin Vollzeit betreiben kann. Es ist sowieso ein absolutes Geschenk, dass man vom Behindertensport leben kann. Das war früher nicht so. Mittlerweile ist es so, dass wir eben als Sportler angestellt sind, ein Gehalt haben, abgesichert sind und das ermöglicht uns das Bundesheer. Und das macht enorm viel aus. Also ich habe soziale Absicherung, kann mich jetzt wirklich auf den Sport konzentrieren. Und wenn ich sage mal, wenn ich bisher irgendwie so weit gekommen bin, dann hoffe ich, dass mir jetzt diese ganzen Möglichkeiten noch mehr Türen nach oben öffnen werden. Und ich lege es in Gottes Hand und ich vertraue auf ihm voll und ganz. Und ich weiß, dass die nächsten Jahre nicht nur up sein werden, sondern dass es auch down kommen werden. Und das ist immer im Leben so. Aber ich versuche mich jetzt schon darauf vorzubereiten, um dann durch diese Downs im Glauben durchzugehen. Sehr gut. Ja, dann wollte ich einfach jetzt nur die Tür offen machen für Fragen vom Publikum, falls es da welche gibt. Bitte einfach Hände heben und genau. Ja, bitte. Wann und wie hast du eine persönliche Entscheidung für Jesus gemacht? Also wann und wie hast du eine persönliche Entscheidung für Jesus gemacht, war die Frage. Ich war 15 und also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, immer schon in der Kirchengemeinde aufgewachsen, mit allen Glaubensthemen befasst gewesen. Ich habe gewusst, wer Gott ist, ich habe gewusst, wer Jesus ist, ich habe gewusst, dass man Erlösung braucht, dass man neu geboren sein muss. All diese Dinge natürlich in der Theorie gewusst. Ich bin noch nie irgendwie in der Welt herumgeirrt, sage ich jetzt einmal, oder dass ich große Zweifel habe und Gott in einer Art und Weise gesucht habe, die eben nicht in der Familie zu finden ist und nicht in der Kirchengemeinde zu finden ist, weil mein Leben eben so, wie es abgelaufen ist, mich immer schon in diese Richtung bewegt hat. Aber so richtig den einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, es macht Klick und es macht alles Sinn, also da war ich 15, es war ein Gebetabend bei uns in der Gemeinde und ich habe mich so richtig berufen gefühlt von Gott, dass ich Jesus wirklich als Erlöser in meinem Leben annehme, und zwar nicht nur in der Theorie und nicht nur als Christ, als Kind einer christlichen Familie, weil nur geboren zu werden in einer christlichen Familie, das erlöst uns nicht. Und ganz konkret war das wirklich so, und das ist total lustig, wie Gott arbeitet. Also ich war so richtig bewegt und von diesem Gebetsabend, und irgendwie habe ich versucht, mit Gott zu reden, zu sagen, hey wenn du mich wirklich möchtest, ja, so wie ich bin, und wenn du mich wirklich verwenden möchtest, so wie ich bin, und wenn du wirklich einen Plan hast für mich, so wie ich bin, dann sag mir das jetzt auf die Stelle genau, ja, und sag mir das einfach. Und gerade da hat die Lobpreisgruppe ein Lied angefangen, und das war, also ich weiß jetzt nicht mehr welches Lied genau, aber es war wirklich so, hey, komm jetzt einfach her. Also, und so hat mich das wirklich gerufen und geholt, und ich bin, ich habe mich an mein Leben eigentlich nicht gepackt, weil ich gesehen habe, okay, Gott antwortet mir sofort, ja, und ich habe mein Leben Jesus gegeben, und ich habe gewusst, alles, was ich mache, ab dem Zeitpunkt wird dafür da sein, um einfach seinen Namen hinauszutragen und einfach Ruhm und Ehre in seine Richtung zu geben und nicht in meine Richtung. Und das ist natürlich, es ist schwierig, weil wir gerade als Sportler immer versucht sind zu glauben, wir sind eigentlich mega toll und sind eigentlich mega cool und können so viel. Aber irgendwann kommt wieder die Klatsche und man sieht, dass man eigentlich gar nicht so viel Tolles, Cooles kann und dass man eigentlich ohne Jesus so richtig aufgeschmissen wäre. Und das habe ich in meinem Leben sehr, sehr oft realisiert. Aber das war der eine Punkt, wo ich gesagt habe, ich antworte dir jetzt auf dein Rufen und ich nehme dich als meinen Erlöser an. Also 2007 war das, irgendwann im März. Sehr gut. Nur weitere Fragen? Ja. Was sind drei Eigenschaften an Jesus, die wirklich besonders für dich sind? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu predigen.
Was mich beeindruckt, ist, dass Jesus Gottes Willen getan hat. Jesus hatte die Möglichkeit, im Garten Gethsemane nicht Gottes Willen zu tun, sondern seinen Willen durchzutun. Und man hat gemerkt, und das Evangelium zeigt uns ganz klar, wie schwer es für Jesus war. Und also steht geschrieben, dass er eben Blut geschwitzt hat und dass er unter sehr, sehr schwierigem psychischem Druck war. Und trotzdem hat er gesagt, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Und das hat mich so beeindruckt, weil wir als Menschen so oft dazu irgendwie tendieren, einfach unseren Dickschädel durchzusetzen und einfach stur durch dieses Leben zu gehen, aber nicht Gott zuzuhören. Und was mich dann noch mehr beeindruckt hat, war eben nicht, dass er nicht nur eben Gottes Wille in seinem Leben akzeptiert hat und durchgesetzt hat, sondern verstanden hat, dass das zum Wohle der gesamten Menschheit eigentlich passiert. Und all das Leid und all die Sünde auf sich zu nehmen, für mich, das hat mich unglaublich bewegt und unglaublich beeindruckt. Und einfach diese Liebe, das ist dann wahrscheinlich eine der nächsten Eigenschaften, das zu tun für mich und in weiser Vorausschau für mich als Mensch heute, dass ich weiß, dass ich das nicht verdient habe. Und das ist Grace. Und Grace bedeutet ein Geschenk, das man nicht verdient. Und ich bin Gott so dankbar dafür. Und als dritte Eigenschaft, was habe ich jetzt gesagt? Die Fähigkeit, eben sich seinen Gottes Willen anzunehmen, die Liebe und die Art und Weise, wie er zu Menschen gefunden hat, wie er zu Menschen gesprochen hat und eben nicht mit dem Stein geworfen hat. Und er war Gottes Sohn und er hätte die Berechtigung gehabt. Und er hat trotzdem versucht, den Menschen zu erreichen und den Menschen zu finden und ihn zu ihm zu führen und zur Erlösung zu führen. Also das ist das, was mich in Kurzform an Jesus so fasziniert. Danke. Da war nur eine andere Frage da hinten. Ja, bitte. Die Frage war, hat sich bei dir eine routinierte Gebetszeit vor den Wettkämpfen gebildet, genau. Danke. Da gibt's eine Geschichte, die ich so oft gehört habe in unserer rumänischen Gemeinde, die möchte ich euch jetzt erzählen. Also es gibt irgendwie so einen Bauern, der über eine riesige Brücke gekommen ist, oder zu einer riesigen Brücke gekommen ist und einfach drüber gegangen ist. Und er hat es geschafft, über diese Brücke drüber zu gehen. Und dann gibt es irgendwie einen zweiten Bauern, der ist gekommen und hat sich hingekniet und hat stundenlang gebetet und Herr, hilf mir und Gott, hilf mir, dass ich das schaffe und dass ich da drüber komme und dass ich es schaffe. Und er hat es versucht und ist irgendwie nicht drüber gekommen und ist irgendwie abgestürzt. Und ich habe das, ich versuche das jetzt irgendwie erklärbar zu machen. So, ich versuche in meinem Leben eben nicht nur vor bestimmten Wettkämpfen oder vor bestimmten Ereignissen zu Gott zu kommen und ihm um Hilfe zu bitten, sondern ich möchte mein Gebetsleben regelmäßig leben. Ich möchte Gott in allen Dingen in meinem Leben einbringen und nicht nur in meinen Wettkämpfen und in den Situationen, wo ich weiß, dass ich eh aufgeschmissen bin ohne ihn, sondern ich versuche das wirklich aufs gesamte Leben zu übertragen und aufs gesamte Leben einzubringen. Und ich versuche also nicht nur explizit mir Gebetszeit vor bestimmten Ereignissen zu nehmen, sondern halt regelmäßig und durchgehend. Und da kommt halt die Parallele zum Sport, ist einfach die Disziplin. Und ich weiß, dass ich jeden Tag ins Training muss und ich weiß, dass ich jeden Tag trainieren muss. Und genauso muss ich einfach jeden Tag meinen Teil tun, um meine Beziehung zu Gott zu erweitern und wachsen zu lassen. Und da gehört das Gebet absolut dazu. Und gerade vor Rio hat mir das enorm viel geholfen. Also einfach zu wissen, dass ich nicht alleine bin, dass Gott mit mir ist. Und nicht nur das, meine Gemeinde hat sehr, sehr viel gebetet. Wir sind 1800 erwachsene Mitglieder. Also einfach zu wissen, dass so viele Menschen hinter einem stehen, aber nicht aus eigener Kraft, sondern dass sie einfach für einen beten, mit einem im Gebet sind, das hat mir so viel gegeben. Und deswegen würde ich auch jedem ans Herz legen, eben nicht nur vor Events, Ereignissen, Prüfungen, schweren Herausforderungen ins Gebet zu kommen, sondern das Gebet wirklich regelmäßig zu suchen und Gott immer nah zu sein. Weil dann, wenn man Gott nah ist, immer, dann können auch diese schweren Situationen, diese Ereignisse uns nicht so aus dem Leben reißen, wie sie es sonst machen würden. Frage beantwortet? Okay, gut, passt. Wie gesagt, ich hole halt irgendwie öfter gerne aus. Nur letzte Frage. Vielleicht? Ja, bitte. Hast du nach deiner Lebensübergabe jemals eine tiefere Glaubenskrise gehabt? Und wenn ja, was hat dir denn herausgeholfen? Also die Frage war, ob du nach deiner Lebensübergabe an Jesus einmal ein Glaubenstief gehabt hast und was dich daraus herausgeholt hat. Glaubenstief in dem Sinne, nein. Aber sicher einfach diese Entscheidung, wie sie sich auf das Leben auswirkt und wie man in bestimmten Situationen
eben leider immer noch so sich verhält, wie als wäre man gar nicht Christ. Und diese Dinge, also dieses persönliche Wachstum, das ist das, was mich die letzten Jahre irgendwie total betroffen hat, sage ich einmal. Also ich habe wirklich gemerkt, wie Gott in mir gearbeitet hat, mich wachsen hat lassen, und wo ich einfach in manchen Bereichen meines Lebens gesehen habe, hey, das war ja so, als wäre ich gar nicht Christ gewesen. Und das ist einfach, diese Veränderung ist das, was die letzten Jahre sicher da, wo es wirklich schwer war, wo der Druck von außen so richtig hoch war, habe ich halt gemerkt, dass Gott immer mehr und immer näher mit mir ist und dass ich es auch immer mehr zulasse. Also ich bin nie wirklich an dem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, nein, Gott interessiert mich nicht mehr, Gott gibt es nicht, und das alles war irgendwie Theorie davor, sondern immer Christ gewesen, sage ich jetzt einmal, immer geglaubt und immer gewusst, dass Gott mit mir ist. Aber dieses intensivere Wachsen mit Gott, das ist das, was ich, sage mal, die letzten 4-5 Jahre dann wirklich groß geworden ist in meinem Leben, und wo ich auch wirklich gelernt habe, dass ich das auch von meiner Seite diszipliniert angehen muss und Gott zulassen muss und eben nicht versuchen muss, alles selber zu regeln und alles selber zu machen und krampfhaft eben meinen Sturkopf durchzusetzen. Und es war natürlich als Jugendlicher mit in der Schule noch und mit vielen Versuchungen und auch im Sport, wenn man plötzlich erfolgreich wird und der Stolz immer größer wird und man sich einbildet, dass man eben wer ist. Das waren halt die Dinge, die eben der Angriff waren von der anderen Seite. Und Gott hat sehr, sehr gut dagegen gesteuert und versucht, mich demütig zu halten. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Danke. Ja, das war heute unser Abend mit Andreas. Danke dir für die Zeit. Dir. Applaus. Genau, wir können jetzt den Abend da noch ein bisschen genießen. Die Zuschauer online können den zu Hause genießen natürlich. Genau, wir verabschieden uns jetzt und wünschen einen guten Abend. Tschüss. Tschüss. Oder noch nicht? Ich darf noch kurz was sagen. Und zwar, ich darf euch allen mitteilen, dass insgesamt über den Livestream, wir haben auf verschiedenen Seiten Livestreams, insgesamt über 4000 Leute irgendwie da zumindest kurz zugeschaut haben. Genau, also doch recht viele Leute auch. Wir können dafür beten, dass es auch Auswirkungen hat und die Leute da Amen. Wirklich was mitnehmen. Ihr könnt es natürlich auch teilen, weil das gespeichert ist danach und genau, verbreiten und so weiter. Genau, ich will mich auch noch ganz besonders bei dir bedanken, und ich finde das unglaublich toll, dass du das gerne machst, dass du gerne zu Leuten gehst, dass du gerne zu Gruppen gehst und einfach erzählst. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass du wirklich überzeugt bist und das voller Freude auch weitergeben willst. Und nochmal danke dafür. Und ich möchte auch allen anderen danken, die das irgendwie heute möglich gemacht haben, und dem Max zum Beispiel, der den Beamer gemacht hat, die Leute mit den Kameras für den Livestream, genau, den George, den Robert, die Aniko und den Pauli fürs Essen und die Victoria fürs Moderieren, fürs Interview. Also bitte einen Applaus